ansonsten herzlich willkommen Alva Freude, der uns jetzt was über Internetfilter und besonders wie Internetfilter gone wrong genau darüber erzählen wird. Und es geht um Jugendgefährdung versus Medienkompetenz. Viel Spaß! Ja, hallo, guten Morgen allerseits. Jetzt sind wir sogar überpünktlich, das schaffe ich sonst nie. Also normalerweise bin ich immer derjenige, der zu spät kommt. Ja, ich erzähle euch ein bisschen was über den Gruselgarten Jugendschutzprogramme. Da wir nur eine halbe Stunde haben, werde ich ein bisschen durchhetzen, aber wir haben ja zum Schluss dann auch noch ein paar Minuten zum Fragen stellen. Ja, einfach, das sind so ein bisschen die Themen, die ich erzähle, und zum Schluss kommt dann auch noch was zu der rechtswidrigen Datensammlung der Telekom. Ja, im Fernsehen ist es ja ganz einfach, ne? Ab 23 Uhr können dann auch dann die halbnackten Leute auftauchen oder die anderweitig wenig Bekleideten. Und ich meine, das Internet sieht doch genauso aus, oder? Viereckige Kiste und... Naja, also Tatort ab 20 Uhr und so weiter. Ganz alles ganz einfach. Aber das hat nicht nur uns gestört, sowas, sondern das hat auch die Leute gestört, die ja, irgendwelche halbnackten Leute oder Bilder von halbnackten Leuten verkaufen wollten und so weiter. Deswegen haben die 2003, so alt ist der JMSTV, der Jugendmedienschutzstaatsvertrag schon, haben damals hineinverhandelt, dass man auch so Filterprogramme nutzen kann. Und wer sein Angebot für ein Jugendschutzprogramm programmiert, wie es so schön heißt, der darf dann auch nachmittags um 12 die halbnackten Leute zeigen. Das hat allerdings nicht so geklappt, deswegen gab es dann 2010, ja, also das sollte dann hier so der eingezäunte Garten sein, deswegen gab es 2010 einen Versuch einer Novelle vom Jugendmedienschutzstaatsvertrag, wo das Ganze mit Filterprogrammen und so weiter nochmal ein bisschen forciert werden sollte und dann endlich die Vision der Jugendschützer, wir haben den schönen Garten für die Kinder, wo die in Ruhe spielen können und die ganzen bösen Monsterchen außen dann ferngehalten werden. Also eine typische Gated Community, damit sind wir ja auch beim Thema von diesjährigen Kongress. Ja, das war so der Wunsch der hauptamtlichen Jugendschützer oder professionellen Jugendschützer, meistens irgendwelche ergrauten Herren, die relativ wenig Ahnung von der Praxis haben. Es gibt auch mal ein paar Jüngere dabei, aber das ist häufig leider so der Fall. Das Ganze klappt aber nicht wirklich. Einer dieser geschützten Surf-Räume, wie man es nennt, ist FragFin. Das ist eine Kindersuchmaschine und FragFin hat eine sogenannte Whitelist, die für die Filterprogramme herausgegeben wird. Und in dieser Whitelist sind ganze 10.000 Domains verzeichnet. Natürlich normalerweise nicht so ersichtlich, aber es gibt ja Mittel und Wege, um an solche Listen heranzukommen und sich mal anzuschauen, was da so drin steht. Wenn man die ganzen Dubletten rausschmeißt, also mit www. Und ohne www. Dann landet man irgendwo bei 5000 Domains, die letztendlich mit drin sind und die dann für die 6- bis 12-jährigen Kinder freigeschaltet sind. Alles andere ist bei den typischen Filterprogrammen erstmal blockiert. Ja, das ist natürlich irgendwie lächerlich, wenn man sieht, dass wir irgendwie über 30.000 Schulen in Deutschland haben, davon 15.000 Grundschulen. Also die meisten Kinder werden die Webseite ihrer eigenen Schule noch nicht mal aufrufen können, wenn sie so einen Filter haben. Zeitungen ist, ich habe keine einzige Zeitung da drin gefunden, außer ein Zeitungsmuseum in der Liste. Wenn wir jetzt mal den Kika weglassen, der natürlich auch Nachrichten hat und so weiter, aber ja. Angeblich werden diese Daten regelmäßig aktualisiert. Irgendwo habe ich in Erinnerung mal gelesen zu haben, täglich. Wenn man sich den Timestamp in dem XML-File, wo diese ganzen URLs drinstehen, anschaut, dann ist die letzte Aktualisierung von 2013. Ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber so ist der Timestamp. Ich habe dieses File im Juni diesen Jahres mir geholt und ich habe es nochmal jetzt irgendwann Mitte Dezember, also vor ein paar Tagen geholt. Es gab keine Änderung. Also 2013 dürfte irgendwie stimmen. Hier ist eine kleine Auswahl von den Webseiten. Da sind durchaus kindertaugliche Webseiten dabei. Es sind aber auch Sachen, wo man sich fragt, wie kommt da eine Hautcreme-Webseite dazu? Ja, also... da ist es. So. Ja, also
wie kommt die da rein? Und noch so ein paar Sachen, wo man sich fragt, okay, eine schwedische Webseite ist auch dabei. Also da sind schon Sachen drin, da fragt man sich dann schon, wie das kommt. Ein kostenpflichtiger 10-Finger-Tippkurs. Ja, es gibt natürlich keine kostenlosen, deswegen muss man die Kinder zu den kostenpflichtigen 10-Finger-Tippkursen schicken. Also man könnte manchmal meinen, es hat irgendein Praktikant gemacht oder was auch immer. Natürlich sind auch die ganzen Mitgliedswebseiten der FSM dann auch mit dabei. Ja, also wir sehen, so funktioniert das nicht wirklich. Ja. Das Netz ist viel zu groß, viel zu schnell, viel zu umfangreich und viel zu interessant, als ob da irgendein Redaktionsteam, wenn es es dann gibt, das Ganze erfassen könnte, und ohne permanente Updates sowieso nicht. Von Kindern genutzte Seiten sind häufig nicht dabei. Ich habe mal ein bisschen mich umgehört im Bekanntenkreis oder auch geguckt, was unsere Tochter, die wird jetzt im Januar 9 so anschaut. Da wäre ungefähr die Hälfte von den Webseiten bei den meisten Leuten blockiert. Ich glaube, bei uns wären es irgendwie 80% oder 90%. Außer die Sendung mit der Maus wäre irgendwie dann fast alles blockiert. Zum Beispiel YouTube, viele Spieleseiten, aktuelle Webseiten, Kindernachrichten, Schulen und so weiter und so fort. Ja, YouTube wird blockiert. Ja, also da kommt man als 6- bis 12-Jähriger nicht drauf. Der Telekom-Filter war so schlau, dass er bis vor kurzem sogar noch alle HTTPS-Seiten blockiert hat. Die Default-Einstellung haben sie jetzt geändert. Also als ich das jetzt nochmal im Dezember jetzt getestet habe, war dann HTTPS auch erlaubt. Denn dann kommt man immerhin auf ja, ein paar Webseiten. Also die Wikipedia zum Beispiel ging dann nicht mehr. Die sie aber selber empfohlen haben. Ja, also da passiert natürlich interessante Sachen. Ja, weil das alles irgendwie nicht so klappt und da kein Redaktionsteam irgendwie das gesamte Internet durchforsten kann, ist die geniale Idee, die gibt es schon übrigens seit 1997, die geniale Idee, na, dann machen wir halt Kennzeichen. Das funktioniert ja offline auch, im Kino oder bei Spielen, und deswegen können wir das ja auch online machen. Man muss jeder Webseitenbetreiber eben sagen, für welche Altersstufe seine Webseite geeignet ist, und ja, dann soll das halt so klappen. Steht sogar im Gesetzestext, im alten wie auch im neuen. Der neue hat relativ wenig Änderungen, da sage ich später noch ein paar Worte dazu. 2010 war da sehr viel mehr an Umbauarbeiten drin, die sie jetzt ein bisschen gekürzt haben. Aber wie gesagt, die Kennzeichnung steht auch im Gesetzestext. Ihr sollt alle eure Webseiten kennzeichnen. Oder zumindest wer in großem Stil Webseiten betreibt. Wer hat hier alles irgendwie eine Webseite oder betreut beruflich irgendwas oder sowas? Okay, und wer davon hat ein Alterskennzeichen? Einer. Ja, einen erwarte ich. Ja, das ist ja noch einer. YouTube hat auch ein Alterskennzeichen. Deswegen wird es vom Telekom-Filter auch blockiert, selbst für die 16-Jährigen oder 17-Jährigen. Hochladen oder beim Anschauen? Beim Anschauen natürlich, beim Hochladen ja erst recht. Wobei, Moment, das Hochladen dürfte eine andere Domain sein, das müsste also wieder klappen. Und das Einbetten von YouTube mit der No-Cookie-Webseite dürfte auch klappen, fällt mir da so ein, weil es ja eine andere Domain. Also man muss dann also nur die Videos auf einer anderen Webseite einbetten mit der No-Cookie-Source, dann dürfte es wahrscheinlich gehen. Also ich habe es jetzt nicht getestet. Also das YouTube-Problem hat sich also nicht wirklich dadurch gelöst. Und wir sehen an diesem kurzen Beispiel, dass das mit der Alterseinstufung alles nicht wirklich funktioniert. Ja? Alterseinstufung ist ziemlich aufwendig, wenn man das richtig macht. Es ist kostenintensiv, es ignoriert Echtzeitkommunikation. Also wie will man denn einen Chat bitte schön mit einem Alterskennzeichen versehen? Das kann sich von Sekunde zu Sekunde ändern. Oder diese Videoübertragung hier, ich könnte ja jetzt ja auch irgendwelche halbnackten Leute darstellen. Das würde in den USA auf jeden Fall unter mindestens 18 fallen und hier dann wahrscheinlich unter 16 oder 12. Also da sehen wir viele Probleme. Ich meine, die Versuche mit Alterskennzeichen, die gibt es seit Mitte der 90er Jahre, ja, das PIX,
vielleicht hat noch jemand das in Erinnerung, PICS vom W3C, PICS, war ein Versuch, Alterskennzeichen einzuführen, ist gescheitert. Vom ICRA, Internet Content Rating Association, die hat mal ein System entwickelt, ist auch gescheitert. Es gibt immer noch Webseiten, die das ICRA-Label tragen, aber ICRA existiert de facto nicht mehr, selbst die Domain ist, glaube ich, in der Hand von einem Domain-Grabber gelandet in der Zwischenzeit. Also es ist alles nicht mehr da. W3C hat noch einen zweiten Versuch gemacht mit Powder, hat auch nicht den durchschlagenden Erfolg, weil einfach das Prinzip der Alterseinstufung eben, es ist eben extremst aufwendig, entsprechende Inhalte zu kennzeichnen. Wer möchte denn bitte schön die Wikipedia kennzeichnen? Da kann man sagen, okay, die ganze Wikipedia ab 18, weil vielleicht irgendwo irgendein Artikel über irgendwelche Sexualpraktiken drin steht. Aber das kann es ja auch nicht sein. Ne? Also so wie sich das die Herrschaften, die die Gesetzestexte machen in den Bundesländern, dann wünschen, klappt das nicht. Ich habe dann noch einen Praxistest gemacht. Ich habe mal rund 4,5 Millionen Domains getestet, wie viele so ein Label nach dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag, also der deutschen Gesetzeslage, der bestehenden und der kommenden denn tragen. Naja, von den 4,5 Millionen sind es irgendwie 1600 irgendwas, also 0,03%. Das kann man sagen, na gut, das ist jetzt weltweit gewesen, da waren auch irgendwelche chinesischen Webseiten und so weiter dabei. Nehmen wir nur die deutschen, dann sind es trotzdem immer noch nur 0,22%. Aber was ist mit den Kinderseiten? Ja, die Kinderseiten, die müssten ja ein Interesse haben, ihre Seiten entsprechend zu kennzeichnen mit ab 6 oder ab 0. Selbst da ist es von über 9000 Seiten nur 66, die ein entsprechendes Label tragen. Ja, also auch hier, wir sehen, das funktioniert nicht. Und für die Hacker unter uns einen kleinen Einschub am Rande. Ich musste dazu natürlich von diesen 4,5 Millionen Webseiten eine bestimmte Datei, nämlich diese hde.xml, abrufen, um zu gucken, ob die da ist. Und dann gab es prompt dann gleich mehrere Abuse-Complaints von irgendwelchen Banken in Hongkong und ähnlichen Sachen, weil ich so frech war, diese Datei abzurufen. Zum Glück ist mein Provider da nicht sehr nachtragend, aber das, man ruft einfach eine Datei auf, die einen 404-Fehler bietet und peng, schon kriegt man eine Abuse-Meldung. Und dieser Datei ruft natürlich auch der Filter auf. Also wenn ein Kind mit installiertem Filter jetzt diese Hongkong-Bank aufrufen würde, naja, wenn dann der Provider sich bei den Eltern meldet, würden die sich, glaube ich, schon ganz schön wundern, was da los ist. Aber wahrscheinlich wird auch kein Kind eine Hongkong-Bank aufrufen. Und das Ganze kann man auch umgekehrt machen, der Praxistest umgekehrt. Wie viele Leute haben denn überhaupt so einen quasi zugelassenen, also zumindest anerkannten, wie es im Gesetz heißt, anerkannten Filterprogramm für ihre Kinder installiert? Kann man auch schauen, indem man einfach in seinem Webserver-Logfile schaut nach Zugriffen auf eben diese Datei. Ich habe das mal bei mir gemacht und ich habe da auch noch mal bei ein paar anderen Leuten nachgefragt, die große Websites betreiben. Das ist alles im verschwindend geringen Prozentsatz. Also meistens um die 0,00 irgendwas. Ich habe auch schon nochmal 3 Nullen gehabt nach dem Komma bei einer Seite. Ich kann sagen, Heise Online, die haben mir offiziell die Zahlen ergeben, da gab es 15 Zugriffe bei ca. 650.000 Besuchern am Tag. Wenn man da die Rate ausrechnet, ist es auch nochmal niedriger, wenn man das als Rate so sehen mag. Na gut, Heise Online ist natürlich sehr speziell, aber diese 10 Millionen Besucher in der Zeile darüber, das ist eine Webseite, die ist einfach eine allgemeingültige Webseite. Ich kann leider den Namen nicht nennen, aber das ist eine Webseite, die eben von ganz normalen Familien und Ähnlichen aufgerufen wird und da ist die Rate eben auch extremst niedrig. Und ich habe noch ein paar Zahlen von den Top 10 Webseiten aus Deutschland und das ist ähnlich schlimm. Ja, also ich versuche dann nochmal Zahlen offiziell zu kriegen, auch die ich dann nennen darf von den Website-Betreibern. Wer selber irgendwie eine größere Webseite betreibt, darf mir gerne anonym oder auch mit Name der Webseite seine Zahlen liefern. Es gibt da auch einen Artikel bei mir im Blog, wo das beschrieben ist, wie man das machen kann. Ja, also warum nutzt das keiner? Die Programme sind furchtbar schlecht, ja. Man sieht auch, sie sind eigentlich nur eine Notlösung für die Pornoindustrie, weil die Pornoindustrie eben, naja, auch vor 23 Uhr mal irgendwelche halbnackten Frauen zeigen möchte. Und
es ist halt so eine Art Alibi-Funktion. Ich meine, könnte man sagen, ist jetzt nicht weiter schlimm, das stört uns jetzt dann nur relativ begrenzt. Ja? Aber wir haben das Problem mit dem Alterskennzeichnen. Und das Problem mit dem Alterskennzeichnen geht eben schon weiter. Ich habe das vorhin kurz gezeigt. Im Gesetz steht drin, dass jemand, der eine Webseite betreibt im großen Umfang oder kommerziell, die eben auch kennzeichnen soll. Und die Juristen hier im Raum werden jetzt wissen, was soll bedeutet auf in Juristensprache. Soll ist nämlich muss mit Ausnahmen. Und wer nicht unter die Ausnahmen fällt, soll eben seine Seiten, auch wenn sie nicht kinder- oder jugendgefährdend sind, mit einem Alterskennzeichen versehen. Die Frage ist natürlich immer, ob das jemand durchsetzt und wann das jemand durchsetzt, aber es steht einfach im Raum und hier müssen wir, denke ich, sehr wachsam sein. Ja, das ist das Gesicht meiner Tochter, wenn sie so einen Filter sehen würde. Ja, also wahrscheinlich würde sie mir eher einen Vogel zeigen, wobei die Haare in der Farbe nicht stimmen. Aber. Ja. Was ist also die Lösung, wenn man sieht, als Gesetzgeber, es nutzt keiner die Filter? Das wissen die auch, die sind ja nicht ganz blöd. Ja? Nutzt keiner die Filter und die Webseiten werden auch nicht gekennzeichnet. Was macht man? Also man muss gucken, dass halt möglichst viele die Kennzeichnung durchführen und gleichzeitig muss man eben schauen, dass die Filter weiter verbreitet sind. Das macht man am besten, so wie die Briten, indem man Zwangsfilter einführt. Ja? Man muss es ja nicht ganz so machen wie Zensursula damals, dass man es nicht mehr abschalten kann, aber einfach ein Zwangsfilter beim Provider, zack, peng, und dann haben das eben alle erstmal drin. Und das ist jetzt nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern die Kommission für Jugendmedienschutz, die in Deutschland eben für die Umsetzung des Jugendmedienschutzstaatsvertrags zuständig ist, die fordert das seit langem. Die Länder sagen noch nö. Aber wer weiß, wie lange noch. Ja? Also wenn die Rate weiterhin so niedrig ist, zum Glück, also ich meine, wer von euch hat Kinder im Alter irgendwie so bis 12, sagen wir mal? Und hat von euch jemand einen zugelassenen oder ein anerkanntes Jugendschutzprogramm installiert? Einer, okay. Ja. Dann werde ich wahrscheinlich nachher die Beschwerden hören, das ist ja alles gar nicht so schlimm, das funktioniert ja ganz toll. Ich hätte dann den Tipp deinstallieren, ja. Ich hab aber auch mal den Tipp gehört von einem Hersteller von so einem Filterprogramm, naja, man darf auch nicht die Altersstufe nehmen, in dem sein Kind ist. Sondern man muss mindestens 1 bis 2 Stufen drüber gehen. Also wenn man dann ab 18 einstellt, dann sind wirklich nur noch die Sachen, die von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert sind, blockiert. Kann man natürlich auch machen. Man kann es auch einfach ganz sein lassen. Ja, also Zwangsfilter ist dann natürlich irgendwann das, was dann im Raum steht. Ne? Und wir haben jetzt auch, hat der eine oder andere vielleicht verfolgt, vom Bundesgerichtshof das Urteil in Bezug zu Netzsperren, was die Content-Lobby fordert. Es wurde zwar erstmal abgelehnt, aber nur unter Auflagen. Also da drohen uns aus diesem Bereich Netzsperren und es ist sicherlich auch denkbar, dass in diesem Falle da das eine oder andere dann passieren könnte. Jetzt aber noch ein bisschen zu einem anderen Bereich, nein, zum gleichen Bereich, nur zu einem speziellen Teil, die Telekom-Kinderschutzsoftware. Also es gibt 4 offiziell von der Kommission für Jugendmedienschutz anerkannte Filterprogramme. Von denen sind 3 quasi gleich, mehr oder weniger. Ja, die kommen von einem Hersteller, der die einmal unter dem Verein JusProc e.V. zur Verfügung stellt und dann halt, er hat selber nochmal 2 Produkte im Angebot, einmal als Hardware und einmal als Software für Windows. Und die Telekom hat ein eigenes Produkt, das basiert auf einer Software, die in der Zwischenzeit IBM gehört, ehemals Cobion, vielleicht schon mal jemand gehört, kann jeder kostenlos unter Windows nutzen und die macht ganz tolle Sachen. Zum Beispiel bei jedem Start folgenden Zugriff. Wir sehen hier, dass bei jedem Zugriff oder bei jedem Start vom System, ups halt, nein, das sollte zurückgehen, bei jedem Start vom System die MAC-Adresse übertragen wird. Die MAC-Adresse ist die weltweit eindeutige Hardware-Adresse der Netzwerkkarte.
Das heißt, ein Server von IBM, ISS.net, das ist eine IBM-Firma, von IBM aufgekauft, erfährt jedes Mal, wenn ihr dieses Programm installiert habt, nicht nur eure private IP-Adresse hier, sondern auch die MAC-Adresse der Netzwerkkarte. Ungefragt. Das Programm fragt nicht um Genehmigung. Weder in den AGBs noch in den nicht vorhandenen Datenschutzinformationen noch irgendwo anders steht ein Wort dazu. Das ist ganz klar rechtswidrig. Ja, und eigentlich müsste dieses Programm sofort vom Markt, weil es ist einfach nach deutschem Datenschutzrecht rechtswidrig. Einfach personenbezogene und auch noch sensible Daten erst recht ungefragt an irgendeinen Server auch noch im Ausland zu übertragen. Aber nicht nur das. Ohne Einwilligung schickt das Programm auch noch mit einem manuell, das andere war auch verschlüsselt, aber das hier ist manuell verschlüsselt mit einem eigenen speziellen Verfahren, per HTTP an einen Telekom-Server für vermutlich fast alle Webseiten, die man so aufruft. Das ist irgendwie nicht ganz klar, wenn man sich so mal anschaut, was für Aufrufe da passieren. Aber für vermutlich fast alle Webseiten die aktuelle URL. Da die Daten verschlüsselt sind mit irgendeinem Blockcipher im CBC-Modus, also nicht im CBC-Modus, also es wiederholt sich alle 16 Bytes. Ja, wir haben 128-Bit-Schlüssel, wiederholen sich die Sachen alle 16 Bytes, aber es ist nicht irgendein simpler Xor, sondern es ist halt irgendeine Verschlüsselung, die ich bisher nicht geknackt habe. Und da müsste man halt mal ein bisschen ins Debugging rangehen vom Programm selber. Also wenn hier irgendwie im Raum jemand ist, der Ahnung hat von Windows-Programmen debuggen, dann können wir uns das gerne mal anschauen, was da wirklich übertragen wird. Aber ich habe zumindest herausgefunden, dass es sich verändert mit der URL, die man überträgt. Es wird länger mit der URL und wenn man den gleichen Buchstaben in der URL hat, dann wiederholt sich auch der Block. Das heißt, es ist extremst wahrscheinlich, dass innerhalb diesen kodierten Blocks, und das ist nahezu sicher, dass innerhalb diesen kodierten Blocks die URL, die das Kind angesurft hat, drinsteht. Das heißt, die Telekom lässt sich dann auch das exakte Surfverhalten der Kinder mitteilen, ungefragt und nicht abschaltbar. Ja. Beim Konkurrenzprogramm ist es immerhin so, dass bei der Installation gefragt wird. Bei der Installation wird halt mehr oder weniger darum gebettelt, dass man dann doch bitte erfahren darf, welche Webseiten die Kinder aufrufen. Auch das halte ich schon für bedenklich, weil ich meine, es geht niemandem was an, was meine Tochter im Internet surft, wenn sie denn so einen Filter installiert hätte. Wenn wir überhaupt einen Windows-Rechner zu Hause hätten. Also wir hören schon, diese Programme gibt es nur unter Windows. Mit dem neuen Gesetz soll sich das alles ein bisschen ändern, weil die Zulassungshürden noch ein bisschen gesenkt werden. Aber das ist alles dann die Details, für die wir jetzt dann auch in der Kürze der Zeit nicht wirklich Zeit haben. Ich denke, der wichtige Punkt ist, es ist natürlich immer interessant, auf den Filterherstellern rumzuhacken. Ich meine, die machen das letztendlich halt auch nur, um ihre Nacktbilderchen und Ähnliches vor 23 Uhr online zeigen zu können. Das ist einfach der Hintergrund, weswegen es diese Filter gibt. Deswegen ist der eigentliche Adressat die Politik. Das Problem ist hier, dass es die Landespolitik ist. Also 16 Bundesländer einigen sich auf einen Staatsvertrag. In dem aktuellen Staatsvertrag, den die Ministerpräsidenten im Dezember unterzeichnet haben und der von den Landesparlamenten noch beschlossen, also ratifiziert werden muss, ist es so, dass das gekoppelt ist mit dem neuen Kindersender von ARD und ZDF und die Wahrscheinlichkeit, dass durch diese Koppelung die Landesparlamente jetzt sagen, nö, wie 2010, ist relativ unwahrscheinlich, weil alle wollen den Kindersender haben und das mit dem JMSTV, naja gut, das ist halt eine Beigabe, die nimmt man halt dann mit. Also das ist einfach eine ganz große Ebene, ganz großes Problem auf politischer Ebene. Ich habe auch versucht und andere Leute haben auch versucht, noch reinzubringen, dass zugelassene Filterprogramme mindestens ein hohes Datenschutzniveau haben müssen, haben die Länder abgelehnt. Jetzt ist auch klar, warum, ja. Da haben ihnen die Filterhersteller offensichtlich irgendwie das eine oder andere ins Ohr geflüstert, dass sie dann irgendwie gar nicht mehr funktionieren oder sowas angeblich. Ja, also Politik ist einfach der Adressat und ich denke, ganz wichtig ist, dass das weg von den Ländern muss
und das muss zum Bund hin. Weil ich meine, 16 Länder in einem weltweiten Medium, irgendwie, das klappt nicht so ganz. Ne? Also, der Bund sollte das machen, da hat man dann auch ein bisschen mehr Transparenz, was die ganzen Verhandlungen angeht, da kann man auch mal schneller was ändern. 16 Länder ändern so einen Staatsvertrag nicht mal eben, aber im Bund kann man ein Gesetz ändern, wenn man merkt, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ja, und wir haben auch einfach noch die Sache, ne, das mit der Alterskennzeichnung. Für ein großes Unternehmen wie YouTube ist es kein Problem. Okay, die haben jetzt erstmal ihr Ab-18-Label auf der Startseite drauf. Aber wer weiß, ob die nicht schon längst daran basteln, mehr oder weniger automatisch zu erkennen, aufgrund was auch immer, welche Alterseinstufung denn die einzelnen Videos haben. Das heißt, YouTube kann sowas leisten. Aber der kleine Blogger hier unter uns, der kann das nicht leisten. Ja. Und da kann man immer sagen, ja, den betrifft es ja auch gar nicht, der hat ja gar keine jugendgefährdenden Inhalte. Und das ist ja auch nicht richtig, weil man ist ja sehr schnell in dem Bereich drin, wo man etwas tun muss. Nämlich ab 16er Inhalten muss man was machen. Und das kann schon sein, wenn man eine Kritik über ein Spiel schreibt, das zum Beispiel ab 18 ist oder sowas, oder ein Video einblendet, weil dann einfach die entsprechende Altersschwelle da ist. Also, der Gesetzgeber ist hier gefordert, endlich mal was zu machen. Wir brauchen eine reale Diskussion und nicht irgendwie, wir müssen ja was tun. Gar nichts tun geht ja auch nicht. Ja, ist immer so die Argumentation, wenn man da mit den Leuten in den Ländern redet, die dafür zuständig sind. Aber Filter lösen das Problem eben nicht. Ja? Ganz großes Thema, auch was ja dort im STV, der Jugendmedienschutzstaatsvertrag, adressieren sollte, ist die Medienkonvergenz, online, offline verschmelzen, Jugendschutz soll dem gerecht werden. Nur, naja, die machen es halt mal wieder falsch. Ne? Ein Buch, was man ganz normal im Laden kaufen kann oder auch als Verlag ganz normal ohne Alterskennzeichen im Laden reinbringen kann, muss online als E-Book ein Alterskennzeichen tragen, wenn es denn ab 16 wäre. Ja, bei den 12ern ist es noch freiwillig, in Anführungsstrichen, aber ab 16 muss es ein Alterskennzeichen tragen. Das ist doch vollkommen hirnrissig, das ist das gleiche Buch. Ja, das kann einem keiner erklären, was da denn auch die höhere Gefährdung sein sollte. Ja, das ist einfach nur, man versucht halt Regelungen vom Fernsehen zu übernehmen, die hier einfach nicht funktionieren. Ja. Okay ist von mir aus Alterskennzeichen bei bereits bewerteten Inhalten, also Kinofilme, Spiele, die von der USK bewertet wurden und so weiter. Und freiwillige positive Alterskennzeichnung für Kinderinhalte, um einfach die Auffindbarkeit zu erhöhen. Also dann können Suchmaschinen diese positiven Kennzeichen nehmen, um die Sachen besser aufzufinden. Wichtig wäre auch strengeres Vorgehen gegenüber Datenschutzverletzungen bei Kindern, nicht nur in dem gezeigten Beispiel, sondern insgesamt. Und natürlich die realen Risiken betrachten. Ja, die realen Risiken ist doch nicht, dass irgendwie das 10-jährige Kind auf goze.cz oder sowas kommt. Ja, also mag vielleicht ein von 10.000 Fällen geben, wo das passiert, es wäre aber auch so drauf gekommen. Ja, natürlich zeigen die sich im Schulhof irgendwelche Filmchen rum und so weiter. Aber das verhindert man ja mit dem Filter überhaupt nicht. Ja, die Kommunikationsrisiken sind die Risiken, die tatsächlich in der Realität bestehen und die wird man mit einem Filter nie adressieren können. Also wir brauchen Medienbildung, Medienkompetenz. Und den ganzen Bereich, der muss deutlich gestärkt werden. Und dann kann man noch ein bisschen was flankierend machen. Und Eltern, die unbedingt einen Filter installieren wollen, sollen das tun. Also ich werde da niemanden verprügeln oder beschimpfen deswegen. Beim Beschimpfen bin ich mir noch nicht so sicher, aber wer das macht, kann das tun. Der hat auch Auswahl aus vielen Produkten. Es gibt ja nicht nur die paar anerkannten Programme, sondern es gibt auch noch viele andere. Der kann das tun, hindert ihn keiner daran, aber der Staat soll da meines Erachtens nicht das irgendwie enforcen. Ja, das war mal so ein Schnelldurchlauf, Schnellritt, Fragen. Wir haben 4 Minuten, also 3 Fragen oder so passen rein. Bitte. Jetzt geht's. Ich habe eine Frage von der anderen Seite. Ich bin Lehrer und ärgere mich in der Schule mit diesen Filtersystemen rum. Das Problem ist natürlich, zugänglich machen von Pornografie ist ein Straftatbestand, deswegen müssen wir diese Dinge als Schule, als Provider, gelten wir ja dann, installiert haben. Was für Möglichkeiten siehst du da? Naja, das mit dem Muss ist so eine Sache, ne? Also, es wird immer behauptet, dass dem so sei. Es gibt meines Erachtens kein Urteil, noch nicht mal ein erstinstanzliches, was das so sieht.
Ich erinnere mich noch an einen Fall bei uns in der Schule, da hat eine Lehrerin irgendwie im DIA-Vortrag irgendwelche Sachen gezeigt und zwischendurch war ein Pornobild drin. Ja, das passiert halt auch, wenn sich ein Schüler einen Spaß erlaubt. Das kann natürlich heutzutage auch passieren. Ich denke, wichtig ist, dass man da in der Schule schaut, dass der Lehrer die Kontrolle über alle Monitore hat. Da gibt es ja entsprechende Lösungen, das ist ein Punkt. Ich würde auch keinen Filter in der Schule installieren. Die rechtliche Begründung halte ich für vorgeschoben von dem einen oder anderen, der einfach auch nicht versteht, was da passiert im Netz. Das ist ja nicht bei allen, aber bei einigen Lehrern so, dass sie überhaupt nicht verstehen, was da passiert und natürlich daher auf Nummer sicher gehen wollen, kann ich natürlich verstehen. Aber das kann eigentlich nicht die richtige Lösung sein. Frage, gibt es tatsächlich bisher irgendwelche Bestrebungen, das irgendwie mit Open Source zu regeln? Das, was mich nämlich wundert, ist, meine Nichte bringt es fertig, den YouTube-Unlocker zu installieren, irgendwie als Plugin, der in 20.000 Versionen vorhanden ist. Mein Vater bringt es hin, sich auf hijackthis.de zumindest noch gerade so die User-Bewertung durchzulesen. Ich denke, es gibt genügend Eltern da draußen, die interessiert wären, das tatsächlich selber zu raten. Naja, ich sehe keine Chance, also man könnte das natürlich machen, klar, aber ich sehe keine Chance, dass es ein Rating-System gibt, was den Anforderungen, die man als vernünftiger Mensch hat, gerecht werden kann. Ja, also ich denke, viel wichtiger ist, dass die Eltern sich darum kümmern, was machen denn die Kinder da, mit den Kindern darüber reden, sie anleiten und einfach, dass der Rechner natürlich auch am besten irgendwo im Wohnzimmer steht oder in einem anderen einsehbaren Bereich. Klar, die Begründung ist immer, wir brauchen die Filter für die Familien, die sich eben nicht um die Kinder kümmern, ja, die vernachlässigten Familien. Laut wird das kaum einer sagen, aber ne, also für die prekären Verhältnisse und so weiter. Aber die kriegst du auch nicht dazu, die Filter zu installieren. Das kriegst du nur mit einem Zwangssystem hin. Und dann hat's Papi ratzfatz deaktiviert. Ja, also. Aber klar, also machen kann man das sicherlich. Ich meine, den Zulassungsprozess bei der KJM ist sicherlich nochmal eine andere Frage, ob man den mit einer Open-Source-Lösung schaffen wird. Hat die Telekom sich irgendwie geäußert zu dem Thema, zu viel Daten einzusammeln? Weil die braucht die Daten ja definitiv nicht. IP-Adresse von lokalen Netzwerken ist ja ein bisschen... Ich habe sie bisher noch nicht gefragt, muss ich gestehen. Das liegt einfach daran, dass ich mal wieder bis 5 Minuten vor dem Vortrag meine Folien gebastelt habe.